Hallo zusammen, mein Name ist Ayumik und ich erkläre euch in diesem Guide, wie ihr Heidelin auf Extrem besiegen könnt. Wie ihr seht, werden die zwei Heiler zuerst in zwei Gruppen aufgeteilt, 1 und 2. Bei der Gruppe 1 sind meistens die Nahkämpfer vertreten, bei Gruppe 2 die Fernkämpfer. So, das wird gleich noch wichtig, die Mechaniken und warum ihr meistens in 1 Nahkämpfer habt, werdet ihr auch noch sehen. Es geht los. So, Standard, ihr werdet sehen, dass der Main Tank erstmal den Boss wieder von der Gruppe wegdreht. Die anderen sammeln sich hinter ihr und fangen direkt an, Damage zu machen. So, jetzt kommt erstmal Glanz, der Heros. AOE-Damage direkt gegenheilen. So. Dann Strahler Säbel, deswegen sammelt ihr euch, sie greift einen an und dann müsst ihr euch so alle zusammenstehen, damit sich der Schaden verteilt. So, kristallisieren, das macht sie dreimal in dieser Phase, dann wählt sie ein Element aus und eine Waffe. Jetzt hat sie Element Wasser. Und die Waffe ist der Stab und dann müsst ihr direkt von ihr weggehen, weil sie macht um sich drum direkt Schaden. So, und dann zu eurem Heiler hin, weil jetzt kommt eine Wasser runter und das macht Schaden und der muss aufgeteilt werden zwischen allen. Glanz der Magos ist AOE Damage. Jetzt kommt Lateral Aureole, vor und hinter ihr seid ihr safe, sonst nirgendwo. Da müsst ihr euch dann positionieren. Die andere Attacke heißt Aureole, da seid ihr links und rechts neben ihr sicher. Werdet ihr gleich auch noch sehen. Kristallisieren, sie hat Eis gewählt. Jetzt kommt drauf an, welche Waffe. Sie wählt hier Chakren. Müsst ihr euch in sie reinstellen, die Waffe wird immer zuerst benutzt. So. Und jetzt direkt weg von den anderen, weil jetzt macht sie Eis und wenn ihr neben anderen mitsteht, macht ihr den Schaden an denen auch und die sterben. Mit Chakren macht sie danach, nach dem Element, sofort Zorn des Mageos oder wie es heißt. Da müssen sich die zwei Tanks sammeln, um den Schaden aufzuteilen. Da seht ihr Aureole, links und rechts seid ihr safe von ihr. Vor und hinter nicht. So, jetzt macht ihr noch einmal kristallisieren. Jetzt wählt sie hier wieder Wasser und sie nimmt Schwert und Schild. Dann dürft ihr nicht nördlich, südlich, östlich oder westlich von ihr stehen, sonst werdet ihr getroffen. Ihr müsst irgendwo dazwischen stehen. So, und dann wieder zum Heiler, damit das aufgeteilt wird. Nach dem dritten wechselt sie die Phase und ihr seid geht jetzt in die Ätz, in die Kristallphase. Währenddessen kommt immer mal AOE-Damage, Heiler gegen Heim. Da kommt zwar Ätz. Die Tanks schnappen sich direkt und gehen zu den Kristallen, die nicht anfangen zu leuchten, weil bei den Kristallen, wo sie leuchten, wenn sie da stehen, lädt sich das Äther schneller auf. Und ihr DDs fängt an, die leuchtenden Kristalle zuerst zu zerstören. Sprecht euch ab, wie ihr es macht. Wir haben uns entschieden im Uhrzeigersinn, deswegen haben wir zuerst mit dem Roten angefangen und gehen jetzt im Kreis. Währenddessen moven die Tanks hinter uns her, damit sie zu Kristallen kommen, die nicht aktiv sind, weil dann lädt sich das Äther überhaupt nicht mehr auf. Und ihr fangt an, alle Kristalle zu zerstören. Heiler, ihr müsst auf die Tanks gut aufpassen, weil die Ads machen nicht gerade wenig Damage. So. Nachdem der letzte Kristall zerstört ist, machen wir noch die Ads kaputt. Die sind dann aber schon meistens low life, die halten dann nicht mehr viel aus. Wenn ich das Ad aufladen würde, macht sie ihren Move und danach wird das Bild einfach schwarz und ihr werdet zurückgesetzt. Es gibt kein Damage, so ist es einfach. Ihr seid auf jeden Fall tot, ihr habt verloren. Ihr müsst zurück zum Anfang. So, da habt ihr jetzt viel Zeit. Die Animation dauert länger. Könnt ihr Fähigkeiten benutzen, die wir jetzt lange brauchen im Kampf zum Aufladen oder so. Der Damage kommt auch nicht direkt, wenn sie runterkommt, sondern jetzt mittendrin könnt ihr aktivieren eure Schilde und so. Bei Kristallisieren gibt es auch noch einen Angriff, dann wählt sie Erde als Element. Bei Erde müsst ihr euch immer sammeln, weil da müsst ihr den Schaden von aufteilen. So. Jetzt kommt die Lichtwellenphase. Erstmal macht sie eine Halo. AOE Damage, direkt gegenheilen, wenn das durch ist. So. Und jetzt kommt die Lichtwoge. Jetzt kommt da 6 Kristalle im Kreis, die Kristalle, die ihr zerstört habt. Jetzt müsst ihr zu dem Kristall laufen, wo keine Lichtwelle drauf zuläuft. Wie ihr seht, gehen wir da jetzt hin und da müsst ihr euch hinter dem Kristall so verstecken, dass der Kristall nicht gesehen wird, auf den die Welle zuerst berührt. Wie ihr gerade seht, damit ihr den Schaden abkriegt.
Nach den zwei Lichtwellen sofort, die Tanks laufen zum letzten Kristall, die Ds bleiben beim zweiten stehen, Heiler bleiben beim letzten, weil sie macht so einen Angriff und wählt einen Tank, einen DD und einen Heiler, und wenn ihr bei den Heilern zum Beispiel stehen bleibt als CD, kann es passieren, dass die nochmal gehauen werden, dann sind die tot. Nochmal Lichtwoge, jetzt 5 Kristalle, einer in der Mitte. Jetzt macht ihr erstmal Gloria der Seros, das ist ein AOE-Angriff komplett über die Hälfte vor sich. Da müsst ihr euch erstmal drauf warten, dann sofort hinter den Kristall. Und dann verhindern die erste, dann direkt zum nächsten. Diese Phase ist schon tricky, da habe ich anfangs auch länger gebraucht, das hinzukriegen. Ich wurde ein paar Mal erwischt. Ihr seht, müsst ihr so hin und her, hin und her. Dann, nach der vierten Welle, geht sie an einen, hinter zu einem Kristall hin. Hinter diesem Kristall von ihr, der hinter ihr steht, müsst ihr laufen, weil sie haut einmal über das ganze Feld, ihr würdet erwischt werden. Und dann müsst ihr vor der mittleren Welle euch schützen. Halo, wieder E-Damage, direkt gegenheilen. So. Also das fand ich mit die schwerste Phase, die mit den Wellen hier. Schlag des Heos, das ist ein Damage gegen Tank, alles hinter ihm, nichts hinter ihm stehen, deswegen immer niemals beim Tank stehen, weil sowas, strahlender Säbel, den Schaden wieder aufteilen. auch nach den Kristallen, wenn ihr die zerstört habt, wo die Wellenphase kommt, wenn ihr euch das gut könnt, meint ihr, wenn ihr euch confident fühlt, macht den Limit-Rausch um den Damage, weil der kann sich in der Zwischenzeit wieder auffüllen. Ansonsten, wenn ihr noch am Üben seid, würde ich euch empfehlen, immer das fürs Wiederbeleben noch zu benutzen, damit ihr länger üben könnt. So, ihr habt gesehen, die hat Chakren gewählt, dann hat sie den, das gemacht wie sonst, reinstellen und dann die die Tanks angreifen. Danach macht jetzt hier, seht ihr, schmeißt Chakren. Ihr stellt euch gegenüber für den dritten Chakren, die geworfen werden. Die DDs, die erste Gruppe geht nah ran, deswegen können, dann können die gut weiter Damage machen. Die anderen stehen bei den ersten Chakren, die geworfen wurden, nah dran. Jetzt hat sie nämlich Wasser gewählt, das macht sie immer. Jetzt macht, damit ihr den Schaden aufhört, sobald die ersten Chakren fliegen, fangt ihr an zu moven im Kreis und jetzt macht sie entweder Aureole oder Lateral-Aureole. Also ihr müsst entweder neben ihr stehen oder vor und hinter ihr. Das geht sehr schnell, ihr müsst flink sein. Konzentriert euch da lieber aufs Überleben. So, jetzt hat sie Stab gewählt. Direkt, weg von ihr. Glanz des Magos ist AOE-Damage, direkt gegenheilen. So, kristallisieren. Kennt ihr, sie wählt wieder ein Element. Sie hat hier Eis wieder gewählt. Das macht sie eigentlich hier jetzt immer, weil jetzt kommen so Striche. Ihr müsst so stehen, dass ihr nicht bei Strichen steht, weil da entstehen so Kugeln, die explodieren. Irgendwo dazwischen stellen und verteilt, weil danach macht ihr direkt Eis. Wie ihr seht, bleiben wir jetzt erstmal stehen, warten das Eis ab, zack, und dann geht's wieder hin. Aureole, direkt an die Seite von ihr. So. Naja, das ist dann alles nacheinander immer mehr. So, Schwert und Schild. Ihr dürft, wie gesagt, nicht neben ihr oder vor ihr stehen, irgendwo seitlich von ihr. Also, schräg seitlich so. Strahlen daher Halo, jetzt gehen wir in die nächste Phase über. Jetzt entstehen wieder Lichtwellen. AOE ist natürlich auch AOE, der Mensch gegen Heim. Und jetzt müsst ihr darauf gucken. Die Lichtwogen, die entstehen, die fließen jetzt so komisch. Ihr müsst euch so stellen, dass ihr wo keine hinfließen. Das ist anfangs schwer zu erkennen. Immer rumgucken, so, seht ihr, jetzt gehen wir dahin. Ihr seht, die kommt schneller und die brauchen was länger. Deswegen gehen wir dahin. Schön sammeln, diesmal auch vor alle vor ihr sammeln. Jetzt kommt nämlich so eine Fläche und die pockt öfters. Deswegen nicht direkt danach weglaufen. Ihr müsst erst warten, bis die Flächen erscheinen. Und jetzt schnell weg. Benutzt eure Movement-Fähigkeiten, um schnell wegzukommen. Aber nicht neben einem stehen, sonst seid ihr tot, wenn ihr zweimal abkriegt. Und jetzt sammeln wir uns in der Mitte, weil jetzt fließen alle Wellen an ihr vorbei. Na, und jetzt so wie ihr es kennt, kristallisieren, jetzt macht ihr das Dinger. Danach würde nochmal so eine Phase kommen mit den Wellen. Wenn ihr, dann habt ihr noch Chance, sie zu töten. Wenn ihr es in dieser Zeit nicht schafft, macht sie nochmal den Glanz des Halos. Also den AOE-Damage, aber langsamer als normal. Wenn ihr sie in der Zeit nicht tötet, wenn sie ihn durchcastet, ist Wipe. Dann seid ihr tot, da habt ihr keine Chance mehr, das zu überleben. Ja, also das war's eigentlich dazu. Jetzt besiegen wir sie und dann war's das. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch macht und einen Sub da lassen würdet. Bis dann. Ciao, ciao.